Person gesprochen wird und nicht Allahs direktes Wort. Allah nicht. Kann Allah nicht in der dritten Person von sich sprechen? Ja, er sagt, dass Allah sowas nicht kann. Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi spricht ja auch in der dritten Person, indem er sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyum. Das ist für die Menschen, damit, wenn sie es rezitieren, über Allah sprechen. Die Menschen können ja nicht, wenn sie Verse rezitieren, indem sie Allah lobpreisen möchten, dann rezitieren sie diese Verse, die Allah in der dritten Person geschrieben hat. Damit also gibt es auch Verse, zum Beispiel von Menschen, die das da reingehauen haben und Gott zuschreiben? Nein, das sagt doch niemand. Ich habe gesagt, die Verse sind von Allah subhanahu wa ta'ala in der dritten Person, auch in der ersten Person. Das sind aber Verse, die von Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das nicht gesagt, dass Isa al-Masih Gott ist, sondern er zitiert die Leute, die sagen, Isa al-Masih ist Gott. Da ist auch Allahs Wort mit ihnen behalten. So, ja, nee, das ist, also das ist eine schwache, schwache Anklammerung. Ja, das ist überhaupt gar nicht schwach, weil wenn die Muslime sagen, dass das das direkte Wort Gottes ist, müsste sich der Vers wie folgt anhören. Ich bin der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie sollte ich Kinder haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Ist das nicht das direkte Wort Gottes? Das ist das, also guck mal, ich kann ja sagen, zum Beispiel ich jetzt, Abu Haura ist, ja, wenn ich in der dritten Person von mir spreche, heißt es, dass es nicht von mir stammt? Bitte was? Ist das, was du sagst? Wenn du jetzt, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich? Wenn du ich jetzt höre in dich, der dritten ja. Person von dir sprichst, okay? Wenn du in der dritten Person von dir sprichst, bedeutet das, dass das nicht von dir stammt, was du sagst? Entschuldige mal, wir reden hier von Gott und nicht von irgendeinem Menschen, oder? Wieso sehen wir in der Bibel, dass Gott die ganze Zeit. In der Ich-Form spricht? Wieso sehen wir in der Bibel, dass Gott in der Ich-Form spricht? Warte ganz kurz, dann sagen wir, wenn Gott in der dritten Form von sich spricht, heißt das, dass es nicht von ihm stammt? Bitte? Heißt es, dass es nicht von ihm stammt, wenn Gott in der dritten Eindeutig Form von nicht, sich spricht? Eindeutig nicht, weil du weißt ja, dass die Muslime damit gespielt haben. Soll ich dir einen Vers zeigen, der nicht vom Allah ist? Guck mal, der lacht das über seinen eigenen Koran. Hör mal zu, guck mal. Ich sage dir gerade, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in der dritten Person von sich redet, dann kann es, wenn es in der dritten, in der zweiten, in der vierten, in der fünften, in der sechsten, egal in welcher Form es ist, dann ist es nicht auszuschließen, dass es von ihm stammt. Weil du versuchst gerade, ach nein, etwas, so ein ach so nein, Standard das, zu setzen, das ist eher, guck mal, hör mal bitte, klingt das nicht wie ein unwissendes Wesen, der einfach Christen fragt, wie sollte er denn Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Nein, auf einmal nein, ne? Hör zu. Wenn, das ist, du setzt ich eine Regel. Ich weiß nicht, dass das ein unwissendes Wesen ist, der das gerade fragt. Du setzt eine Regel, die es nie gegeben hat. Ich küsse doch dein Herz. Entschuldige mal bitte, von einem allwissenden Autor dürften wir so einen Satz überhaupt nicht da drin haben, oder? Natürlich, warum nicht? Allah ist derjenige, der macht und lässt, was er möchte, wenn er in der dritten Person von sich spricht. Ist das doch nicht gehörlich? Wie sollte er denn ein Kind haben, wenn er doch keine Frau hat? Bring mir einen Vers, welcher besagt, dass Allah nicht in der dritten Person von sich spricht. Mein Lieber, komm doch mal bitte auf den Boden. Komm mal bitte wieder von ganz oben wieder von deinem hohen Ross wieder runter. Allah sagt dir wie ein Mensch. Hör mir mal zu. Allah spricht dir wie ein Mensch. Er sagt, er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in seiner schönsten Form. Wie sollte er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Ist das Gott, der sowas sagt, oder ist das ein Mensch? Bring mir diese Regel, dass Allah niemals in der dritten Person von sich reden darf. Der rafft das immer noch nicht, der Typ. Das ist unglaublich. Das ist dein Problem, gerade. Du sagst, du setzt eine Regel, die es nie gegeben hat. Und zwar lautet die Regel, Allah darf nicht in der dritten Person von sich sprechen, weil das würde dann nicht von ihm sein. Hä? Abgesehen mal davon, ich möchte dir nur zeigen, dass dieser Vers nicht von Gott ist, weil hier spricht ein unwissendes Wesen und fragt die Christen, hey, ihr dummen Christen, hör mal zu, er sagt, hey, ihr dummen Christen, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also ohne Gefährtin ist es ihm nicht glücklich? Allah sagt, ihr redet über... Guck mal, jetzt wechselt er das Thema. Siehst du, guck mal, jetzt wechselt er das Thema. Nein, was für ein Thema wechselt? Ich sag doch, Allah sagt, ihr redet über diesen Schöpfer. Wie soll er einen Sohn haben? Allah spricht über sich selber in der dritten Form. Wo er doch nicht heiratet, nicht gebärt und keine Kinder kriegt.
Wie soll er das sagt sein? Eindeutig, wie sollte ich denn Kinder haben? Wie sollte er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Also ohne Gefährtin ist es nicht möglich? Wer hat diesen Vers, diesen ignoranten Vers in den Koran reingepackt? Erzähl mir keinen Quatsch. Ey, guck mal, warum bist du so respektlos? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eindeutig, das ist klarer Verstand, Allah, Mann. Surat al-Ikhlas zeigt uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er nichts gebärt. Bleib hier beim Thema bei Sure 611. Was ist daran? Du willst mir gerade sagen, der Koran ist falsch, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen sagte, Allah ist doch derjenige, der nicht gebärt und nicht heiratet. Wie soll das? Nein, du raffst das immer noch nicht. Hör auf, in Circles rumzulaufen, im Kreis dich zu drehen. Hier spricht ein unwissendes Wesen und ihr wollt das verkaufen als ein allwissendes Wesen. Guck mal, ich sag dir nochmal. Nein, nicht guck mal, guck du mal und schau dir mal den Vers an. Ich sag dir ganz kurz, das, was du gerade versuchst, ist einfach nur... Komm mir bloß nicht an mit diesen Philosophien und sowas. Hier haben wir eindeutig ein gewisses, dummes Wesen, Mann. Ich will die Regel sehen, Amir. Ich will die Regel sehen, wo es steht, der Schöpfer der Menschheit darf nicht in der dritten Person von sich reden. Das ist doch dein Vorwurf gerade. Oh, abgesehen mal davon. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, bleiben wir bei deinem Argument. Wie erklärst du dir dann, dass dieser Gott, Allah, so unwissend ist und wie ein Mensch spricht? Wie sollte ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Hast du schon mal einen Gott sowas sagen hören? Ja, im Koran. Ja, genau, weil das nicht Gott ist. Doch, natürlich, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir als Menschen können sagen, ich habe kein Kind, weil ich noch keine Frau habe, weil ich noch nicht geheiratet habe. Das können wir Menschen sagen. Aber doch nicht ein Gott. Gott braucht doch keine Frau, der kann einfach sprechen und entsteht ein Mensch. Nein, das ist nicht das Ding. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er redet so zu den Menschen, wie sie es ihm vorgeworfen haben. Sie haben gesagt, dass Isa der Sohn Gottes ist. Richtig? So, sie haben gesagt, dass Isa der Sohn Gottes ist und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt das diesen Idioten. Er sagt ihnen, ihr Idioten, so. Wie soll ich denn ein Kind haben, weil diese Menschen, die gesagt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, was haben sie gedacht? Was haben sie gedacht, als sie gesagt haben, diese Idioten, die so wie ihr gewesen sind? Was haben sie gesagt? Idioten, ich kann keine Kinder zeugen, ich habe keine Frau. Was haben sie gesagt, diese christlichen Idioten damals? Sag doch, was sie gesagt haben. Ich kann nicht mehr, bitte. Der will das immer noch nicht raffen, dass so ein Mensch einfach eine Frage stellt. Wie sollte ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Guckt euch das bitte an. Ja, ist doch richtig. Wie soll das denn gehen? Was man doch, erklärt das doch diesen Idioten. Ich kann keine Kinder haben, weil ich keine Frau habe. Ich benötige ein weibliches Wesen, das mir ein Kind gebiert. Hör doch zu. Wenn wir diesen Vers nehmen und ihn... Was für eine Blamage, Mann. Was für eine Blamage. Die Blamage kommt gerade von dir, weil du keine Regel setzen kannst. Alle lachen gerade übelst, ey. Nicht darf. Alle können es selber nachschauen und schauen, was für ein Witz das ist, Mann. Ich habe doch geleugnet. Hier spricht einfach ein Mensch. Allah spricht so wie ein Mensch. Wie soll ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Erklärt es, damit es der Mensch versteht. Was ist denn mit dir los? Also ohne Gefährtin ist es ihm nicht möglich. Hör doch zu, er erklärt es ihnen so, wie sie es verstehen. Was verstehst du doch nicht? Ja, jetzt mal, lach. Du bist am Hyperventilieren im Kopf. Du verstehst gar nicht mehr, was da im Vers drin steht. Ne? Das ist eine Angelegenheit. Du bist schon weiter weg von dem Vers. Ganz kurz. Möge erstmal Allah eure schiitischen Eltern segnen. Amin. Guck mal. Ich sag euch eine Sache. Allah kann niemanden segnen, weil Allah ein fliegendes Bein ist. Möge Allah eure schiitischen Eltern segnen. Allahumma amin. Wenn ihr die Leute zum Christentum ziehen wollt, dann fangt doch erstmal euren Eltern an, die Schiiten sind. Alhamdulillah. Muslime. So, jetzt hör zu. Ich sage dir gerade, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Die erste Problematik war, ja, warum spricht denn Allah in der dritten Person von sich? Das geht doch nicht und das ist doch so. So, da hast du gesehen, okay, da gibt es keinen Ausweg. Ich habe dich nicht durchgehen lassen. So, du hast eine Regel setzen können, die besagt, dass der Schöpfer niemals in der dritten Person von sich sprechen darf. Außer, also mit dem Aspekt, dass es sogar von ihm kommt. Das konntest du nicht setzen, das konntest du nicht sagen, warum das nicht geht. So, jetzt springst du wieder, Allah sagt, er kann keinen Sohn haben, wenn er doch keine Frau hat. Wie soll das denn funktionieren? Ich sage das doch nicht, das sagt er doch selber von sich selbst. Ey, bist du Wahnsinn oder was? Jetzt springst du auf den Aspekt, dass Allah erwähnt. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du zu viel Mutter jetzt praktiziert? Jetzt springst du auf den Aspekt, dass Allah erwähnt. Wie soll er denn einen Sohn haben, wenn er doch keine Frau hat?
Und ich sage dir... Das sagt das doch Allah von sich selber. Ihm ist es nicht möglich, ohne Gefährten. Ich sag doch, zum ja, du bist aufgesprungen, was Allah selber sagt. So, kannst du erstmal sagen, dass... Ey, Leute, du, ist das der Wahnsinn oder was ist los mit dir? Kannst du erstmal zugeben, dass du gelogen hast, indem du sagst, Allah kann nicht in der dritten Person von sich sprechen, ohne dass... Ich habe doch gesagt, kein Problem, ich gehe mit dir, aber... Ich habe gesagt... Für mich klingt das du nicht nach sagen, Gottes Wort. Es tut mir leid, liebe Muslime, ich habe gelogen. Das kann doch nicht sein. Nein, ich habe nicht gelogen. Weil nicht, Allah spricht mit. Sehr oft in der Ich-Form, er spricht sehr oft in der Wir-Form und er spricht sehr oft in der Er-Form. Also wer spricht denn alles im Koran? Du kannst nicht kommen und sagen, ich gehe jetzt mit, wo ich hier verkackt habe. Du musst sagen, sorry, liebe Muslime. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Jetzt bitte. Los. Sag, es tut mir leid, das war ein falscher, das war wieder von mir mal so eine Sache, wo ich gelogen habe. Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Der Armee hat das doch einfach nur erwähnt. Und mich daran hochzuholen. Sag das. Du machst einen riesen Fass auf, wo er doch gar kein Fass aufgemacht hat über diese dritte Person. Der hat das nur erwähnt. Doch, natürlich hat er einen riesen Fass draus gemacht. In der dritten Person. Der hat doch nicht gesagt, Allah darf nicht in der dritten Person sprechen. Er hat gesagt, hier spricht er Allah in dritter Person. Und zwar so, wie ein Mensch sprechen würde. Nämlich, ich kann keine Kinder haben, ich habe keine Ehefrau. Aber guck mal. Wir müssen jetzt ganz kurz darauf gehen. Wieso hast du gerade deine Antwort bekommen und jetzt, warte mal, siehst du... Nein, ganz kurz, du sagst, du willst das schnell vergessen lassen, was war. Ich vergesse das aber nicht. Das hat doch nichts mit Vergessen zu tun. Ich habe ja, wieso versteht mein Bruder, das sagt, dass es wieso möglich ist. Ich will von dir keine Leute reden. Sag, dass es möglich war. Schlaf damit und wach auch auf. Aber lass uns jetzt weiterkommen. Wie kann Gott sagen, wie soll ich ein Kind haben, wenn ich doch keine Frau habe, keine Freundin? Ja, das ist kein Problem. Hör zu, guck, ich sag dir das kurz. Ja, bevor wir darauf gehen jetzt, möchte ich einmal kurz von euch beiden hören, okay, Allah kann von der dritten Person von sich sprechen und es ist trotzdem von ihm. Dass das einmal geklärt ist für die Leute. Weil die Leute wollen, okay, weiter geht's im Text. Weiter. Die ganzen Ex-Muslime werden sonst wieder Muslime. Los, Amir. Ja, die werden alle Muslime. Ja, klar. Mach. Die werden jetzt entschuldigt richtig, euch bitte einfach nur entschuldigt. Kamel-Urin trinken, was sie verpasst haben jetzt die ganze Zeit. Warum verstehst du nicht, als ich gerade eben zu dir gesagt habe, dass Allah in der dritten Person redet, und zwar so wie ein Mensch, und deswegen bestätigt er das Ganze auch, indem er sagt, wie sollte er einen Sohn haben, wo er keine Gefährtin hat? Da hat mein Bruder gesagt, was ist das für ein Gott, der sagt, dass ohne Gefährtin ihm das nicht möglich ist, einen Sohn zu bekommen? Deine Antwort war was, Mann? Das abgeklärt haben, den ersten Punkt und danach den zweiten Punkt. Das ist El Najaf, wie ist das? Wo habe ich jemals geleugnet, dass ich das bin? Was ist denn mit dir falsch, Junge? Bist du mal auf Ukraine? Aber. Reza, der Typ hat einfach 80 Accounts, Reza. El Najafi, der hat einfach 50 Accounts. Ist doch egal, wenn ich bin jetzt. Wenn ich hier bin und mit dir rede, kannst du doch antworten auf das, was ich sage. Ganz egal, wer dahinter ist. Das kann es doch nicht mehr sein, ey, meine Herren. Ja, sag doch. Sag bitte nur sorry, liebe Leute. Der Abu Hawra hat recht. Mein Bruder hat doch gerade zu dir gesagt, und weiter im Text. Was ist das für ein Gott, der sagt oder spricht wie ein Mensch? Wie sollte ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Wir reden darüber bis morgen. Sag nur, dass Allah in der dritten Person von sich sprechen darf. Sag das. Hat so gerade gesagt, dass Allah in dritter Person von sich spricht, in Ich-Form okay, dann, und Wir-Form. Okay, ja, ganz kurz, Reza. Ich will hören von euch, also wirklich, ihr habt Nächstenliebe, ihr habt alles, Leute, ihr seid liebe Jungs. Leute, ist, ich von euch hören. Ist das noch normal? Leute, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, dass Allah nicht in der dritten Person von sich sprechen darf, ohne dass es auch von ihm kommt. Wann hat er das gesagt? Allah darf nicht in das der dritten Person. Gesagt, die Aufnahme ist doch, ich habe nicht gesagt, er darf es nicht. Du musst deine Frage anders formulieren. Ich habe nicht gesagt, er darf es nicht. Du hast gesagt, es kann nicht von ihm sein, wenn er in der dritten Person spricht. Ja, es kann nicht von ihm sein, weil das der also Kontext der Geschichte... Hör zu! Der Kontext der Geschichte zeigt uns, dass es ein Mensch ist, der gerade spricht. Okay. Wieso verstehst du es nicht? So, das hast du gesagt. Und ich sage dir, dass Allah in der dritten Person sprechen kann, ohne dass es von einem Menschen ist. Und okay, haben wir verstanden. Der kann, der darf. Leugnet okay, weiter jetzt im Text. Weiter im Text, der darf das, ja. Und weiter im Text, warum kann er kein Kind haben ohne eine Ehefrau? Okay, darüber gehen wir jetzt. Aber leugnet ihr das, was ich gerade gesagt habe? Guck mal, der will nicht loslassen, guck mal. Nein, ich will loslassen, ich will aber nur diese Entschuldigung hören. Mein Bruder hat doch gerade zu dir gesagt, weiter im Text. Okay, weiter jetzt. Aber weiter im Text, aber das, was wir vorher geklärt haben, ist für... Weiter im Text, weiter jetzt bitte. Nicht für die Muslime, entschuldige oder? Dich zuerst mal, entschuldige dich, dass du gesagt hast, Allah ist nicht Gott, vor 5 Minuten. Was? Entschuldige dich erstmal, bevor wir weitermachen. Wofür entschuldigen? Ja, wie, wofür entschuldigen? Entschuldige dich erstmal. Ich will vor allen Leuten hören. Was falsch gewesen ist. Ja, aber entschuldige dich mal jetzt erstmal. Wofür?
entschuldige dich jetzt. Ja, wofür? Ja, also, und geht es dir auf die Nerven jetzt oder nicht? Ja, natürlich geht es mir auf die Nerven, wenn ich nichts gesagt habe. Ja, dann habe, hör auf, dann andere Leute zu nerven. Der sagt, das geht mir auf die Nerven, wenn man mich einfach irgendeine behämmerte Sache beschuldigt, aber man das halbe Stunde gesagt, mit anderen Leuten. Ich nicht in der dritten Person, was ich sprechen darf. Wann haben wir das denn gesagt? Wann hat der Armin gesagt, er darf nicht in der dritten Person von sich reden? Er hat doch gesagt... Ey, Najafi, bitte, komm, wir wissen, dass du nicht antworten möchtest. Was ist das für einer, diese Najafi? Das ist schwach. Möchtest du antworten, ja oder nein? Ja, natürlich. Ich möchte antworten und gleichzeitig möchte ich, dass ihr beide den Muslimen sorry sagt dafür, dass ihr gerade gelogen habt. Jetzt kommt ihr, hört nicht so, auf damit, dann, das ey, das ist heftig. Schwach von dir. Geh bitte raus, geh, verschwinde raus hier, ey. Boah, wie viel Geduld man mit diesen Leuten haben muss. Ne? Und das ist nur einer. Stell dir mal vor, man hat mit 50 von denen am Tag zu tun. Boah, wie der darauf rumpochert. Ich hab diesen... Satz nie gesagt. Ich hab nicht gesagt, Allah kann ich in der dritten Form reden. Ich habe gesagt, der Kontext der Geschichte zeigt uns, dass es ein Mensch ist, der der Menschenworte spricht. Wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefühle hat? Er spricht doch ein Mensch und nicht Gott. Der würde bis morgen früh nicht antworten und er würde sagen, entschuldigt ihr euch, dass ihr gesagt habt, Allah ist dritte Person, darf nicht sein. Der würde bis morgen früh das durchziehen. Ich weiß. Die ganze Wenn er den Zeit. Nicht rausgehen und überschmissen hätte. Nein, wenn der Handy jetzt hochkommt, dann ist vorbei. Ich springe aus dem Fenster. Ich hol mal kurz. Lass mich ausreden. Komm, Debatte. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin am Platzen hier, ehrlich. Du musst eine sitzende Dusche besorgen, wo du, wenn du so in hitzige Diskussion, dass du gleichzeitig auch kalt duschst immer. Oh, übel. Oder in so einen Whirlpool, in kaltem Wasser. Nur noch damit du immer kühl bleibst, damit du nicht überhitzt. Zur Abkühlung. Boah, eine Hetzdusche. Zwischendurch. Oh, happy day. Oh, happy day. Ein hetziger Tag. Ein happy day ist ein happy day. Kennt ihr den Spruch von Charlie Chaplin? Er hat mal gesagt, jeder Tag, an dem du nicht einmal gehetzt hast, ist ein verlorener Tag. Das ist einer seiner größten Slogans. Das ist von Charlie Chaplin. Einen Tag, an dem du nicht gehetzt hast, einmal mindestens, ist ein verlorener Tag. Hetzelein, du musst nicht drauf. Kennt ihr das Wort auch? Carpe diem, ne? Kennst du Ami Carpe diem? Hetze den Tag. Carpe diem, hetze den Tag. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Slogans immer hinter den Ohren. Down and move it all around. Ist das von den Head Street Boys? Get heads all around. Heads down and move it all around. Hey baby, I need the girl like you. Das waren heftige Zeiten, ne? Ich kenne mich nicht. NSYNC, diese Boygroup war die heftigste Zeit. Ja. Und wie die Mädchen. Ja. Geschrien haben und dann umgekippt sind immer. Ja, heftig. Und dann waren die weg. Die Head Street Boys.
Hast du gesehen? Ich bin nur... nicht drin, Digga. Ne, kopieren, einfügen, kopieren. Guck mal, kurz und knapp. Als allererstes mal, ich habe nichts gegen euch Jungs. Denn ich bin selber jetzt nicht jemand, der extrem religiös ist. Jetzt, also mir geht es jetzt nicht um diese Diskussion zwischen Christ dieser Slogan, ich will meine Mitte finden. Ich will meine Mitte finden. Ich will nur die goldene Mitte finden. Mit euch kann man gar nicht über Religion reden. Also ich will weder jetzt den Christentum beleidigen, noch den Judentum, noch den Islam. Also mir geht es gar nicht darum. Mir geht's da was. Ja, mir beleidigt auch keine Religion. Ihr seid doch, Bruder. Ihr seid nur am Beleidigen. Ihr lügt. Nein. Ihr erfindet Zuren, Alter. Wer seid ihr, dass ihr Zuren erfindet? Ich erfinde Zuren? Du hast dich ja mit dem Koran beschäftigt, oder? Warte, was hast du gerade gesagt? Ich erfinde Suren? Du erfindest irgendwelche Hadithe, Suren, so. Ich erfinde Hadithe und Suren. Okay, ich habe die Möglichkeit, Hadithe und Suren zu erfinden. Kannst du nicht. Das ist es ja. Amir al-Bukhari. Amir al-Bukhari geworden. Sahih Amir al-Bukhari. Sahih Amir al-Bukhari. Guck mal, mir geht es gar nicht darum, jetzt hier zu sagen, welche Religion besser ist. Mir geht es darum, dass ihr einfach nur am Fitner stiften seid, Jungs. Also, nein, Männer, also ganz ehrlich, mir geht's wirklich nicht. Also, ich habe sehr viele christliche Freunde, ich war selber in der Kirche und ich verstehe auch euren Punkt. Also, ich finde das selber traurig, was so momentan abgeht. Auch, wie unsere Mitmenschen sich da, sag ich mal, in den Nachrichten hörst du es oft genug. Sind es Moslems? Ja, teilweise sind es Moslems. Aber denkst du, wir unterstützen sowas? Allein schon die Tatsache, dass ihr uns das unterstellt, ist so traurig, weil ich bin in Deutschland geboren. Mir geht es gar nicht darum, wie gesagt, hier irgendjemanden schlecht darzustellen. Aber Bro, vor allem du, ich sehe die ganze Zeit dein Gesicht. Du siehst mich nicht. Du bist sympathisch. Aber du bist die ganze Zeit so am... Sorry, ja, komm, jetzt gib mal links, rechts, Christian, beeil dich, komm jetzt. Naja, Bro, aber du weißt genau, was ich meine. Du hast auch schon gecheckt, dass ich nicht so ein Typ bin. Mir geht es einfach darum, ihr stellt den Islam dar, so wie es nicht ist. Punkt 1 ist zum Beispiel Frauenfeindlichkeit und sonst was. Das stimmt gar nicht. Bro, wir reden von einer Zeit, wo Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, kam, da wurden Mädchen, Frauen bei lebendigem Leibe begraben, weil sie nicht Schande in Saudi-Arabien über die Familie bringen sollen. War der Islam da? Und warum war zum Beispiel seine erste Frau Khadija eine reiche Kauffrau? Bitte? Und warum war seine Frau Khadija eine reiche Kauffrau? Guck mal, darum geht. Also, du brauchst mir jetzt nicht mit so, der hat das gemacht, der Prophet hat dies gemacht. Mir geht es darum, wie er es darstellt, aber wie es gar nicht ist. Also, guck mal jetzt, Feminismus, ich bin auf der Seite der Frauen. Ihr wisst, also wir dann darf beide musst Zitate du rausgehen aus dem Islam, wenn du auf der Seite der Frauen bist. Weil der Allah sagt, schlag die Frauen. Hä? Allah sagt, schlag die Frauen. Wo sagt er das bitte? In Sure 4, An-Nisa, Vers 34. Was sagt er da bitte? Kannst du mir, ich glaub dir nicht einfach so, wenn du mir sagst. Wenn ihr Widerspenstigkeit bei euren Frauen befürchtet. Wenn ihr Widerspenstigkeit bei euren Frauen befürchtet, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Okay, sag mal. Das steht da drin, okay? Ja. Stimmt es denn nicht, dass bevor Mohammed kam, Frauen als Sklaven verkauft wurden? Und dann kam der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam und hat gesagt, ey, es ist ab heute verboten, dass ihr eure Frauen... Es ist nicht verboten, Mohammed hat selber Sklaven gehabt. Also, guck mal, ich weiß genau, ihr habt ja bei manchen Sachen auch diese Sachen mit, ich sag mal, eure Kritikpunkte, was ihr immer so angreift. Das stimmt auch mit diesen Köpfen und so. Habt ihr vollkommen recht? Kann man das auf die heutige Zeit
projizieren? Niemals, Bro. Also, wie, Alter, normale Islam Menschen ist doch für alle Zeiten, nicht nur für damals. Aber wir reden von der Zeit, wo die Muslims verfolgt wurden. Also, die wurden. Mein ja Lieber, du hast doch gerade eben erwähnt, dass zum Beispiel die damaligen Frauen irgendwie Kinder vergraben haben oder Frauen vergraben haben. Nein, ne? Die Familien, also Mekka war ja früher das alte Las Vegas. Sprich, da gab es über 300 Götter, Götzenanbeter und sonst was. Da gab es ja keine Regelungen. Und da kam der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der mit 40 Jahren gesagt hat, ja, also ich kann ja eure Kritikpunkte 100% verstehen. Ich will auch gar nicht darüber diskutieren, als wäre ich jetzt der größte Islamwissenschaftler, aber mir geht es darum, was ihr veranstaltet. Also wenn jetzt Christ zu mir kommt und zu mir sagt, ey, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel und er versucht die Sachen, also ich sag, mein Lieber, wenn zum Beispiel eine Frau ihr Neugeborenes vergräbt, fährt dann dieses Neugeborene in die Hölle oder wo kommt es hin? Meinst du jetzt nach meiner oder nach Koran? Also nach Islam. Nach Islam, also ich will nicht lügen, ab was für einem Alter, aber meiner, also so meines Wissens nach ist es so, dass Kinder direkt in Jannat kommen. Also die werden gar nicht so in die Prüfung. Okay. Okay, ja, warte, jetzt kommt's, sag mal. Wir lesen aber in Sunan Abi Dawud 4717, der Hadith ist als Sahih eingestuft worden, das heißt korrekt. Okay. Und hier steht, the woman who buries alive her newborn girl and the girl who is buried alive, both will go to hell. Okay, und das bedeutet also, die Frau quasi, die nicht als Muslima ein Kind auf die Welt gebracht hat, oder wie? The woman who... Was? Übersetzt es auf Deutsch. Genau. Ja, also die Frau, die ihr Neugeborenes bei lebendigem Leib vergräbt, und die vergraben wurde, beide werden zur Hölle fahren. Also... Ich sag mal, ich kann, also so wie ich den Islam kenne, kann das nicht stimmen. Also da musst du schon wirklich dann, also es gibt ja verschiedene, es gibt ja auch, wie ihr eben argumentiert habt, das mit dem Köpfe abschlagen und sonst was. Also ihr habt so getan, bei dem anderen Kollegen so wie, ey, würdest du das jetzt als Moslem machen? Ey, wir gehen von einer Zeit aus, wo das bei den Muslims gemacht wurde. Also wenn ihr die Geschichte kennt und wie gesagt, ich bin nicht der größte Muslim, ich habe meine Fehler, also ich will jetzt auch nicht, ich bin wirklich in der Mitte, ich habe meine christlichen Freunde, ich habe meine, mir geht einfach da... Christliche Freunde hast du? Natürlich habe ich, ja, guck mal, jetzt willst du mir damit ankommen mit, du darfst keinen richtig nahen, guten Freund als Christ ich? Haben. Der Koran sagt, dass du darfst unter keinen Umständen Freundschaft legen. 100%, wenn es der Koran so sagt, dann okay, aber... Ey, sag mal jetzt im Ernst, fischst du nur diese Kleinigkeiten da? Bist du Christ? Ja. Du bist Ex-Muslim, also du bist Christ. Oder bist du Jude, oder was bist du denn? Ich bin Hindu. Tamam, okay, dann bist du komplett raus. Das ist ja auch mal die Schlimmste, also, was heißt Schlimmste? Sei denen gegönnt, aber... Guck mal hier. Bitte. Ich zeig dir mal noch was. Guck mal, wie unbarmherzig Allah ist. Guck dir das mal an, was Mohammed hier sagt. In Sahih Muslim 2662c. Und hier heißt es, Allah's Messenger, there is happiness for this child, who is a bird from the birds of the paradise. For it committed no sin, nor has he reached the age when one commits sin. Also Allah's Gesandter. Es ist Glückseligkeit für dieses Kind. Es wird ein Vogel von den Vögeln der Paradies sein. Es hat noch nicht gesündigt oder das Alter erreicht, wo man sündigen kann. Und dann sagte Muhammad, he said, Aisha, per adventure, it may be otherwise. Also Aisha, es könnte auch anders sein. Weil, because God created for paradise those who are fit for it, while they were yet in their father loins, and created for hell those who are go to hell. He created them for hell, while they were yet in their father loins. Ich sage dir eben, ich verstehe kaum Englisch jetzt. Ich übersetze jetzt, das ist kein Problem. Du kannst ja wohl 5. Klasse Englisch oder was? Guck mal, nein, ey, ich will nicht, möchte doch nicht streiten. Du brauchst dich nicht aufregen, atme durch. Mir geht's einfach darum, ich habe dir von Anfang an gesagt, ich bin nicht jemand, der jeden Tag in der Moschee ist, der 5-mal am Tag betet. Ich bin jemand einfach nur, der versucht, ein guter Mensch zu sein. Ich bin in Deutschland geboren, hast du nichts mit dem Islam zu tun eigentlich. Doch, habe ich. Das ist. Nein, ja, gib zu. Sag einfach ja, ich bin einfach hier geboren, habe ein bisschen hier und da mal ein Vers aus dem.
nicht fünfmal am Tag. Sei doch ehrlich zu dir, ja, und du, zu uns. Guck mal, du checkst doch gar nicht, du betest doch auch nicht fünfmal am Tag. Warum tust du jetzt? Nö, ich bete 10 Millionen Mal am Tag, aber du hast nicht gebetet. Der Ami ist doch kein Muslim, das ist für euch bindend. Guck mal, du verstehst, ihr könnt nicht Sachen. Leute, ihr macht nur Fitna. Ihr macht nur, guck mal, du betest auch nicht fünfmal am Tag. Ja, das kann doch nicht wahr sein, sein doch, bitte. Ey. Jesus ist für deine Sünden, was er eben gesagt hat. Das kann doch nicht mehr wahr sein, ey, Riffe. Du betest auch nicht fünfmal am Tag. Ja, bin ich denn Moslem oder was? Ich bete 10 Millionen Mal am Tag zu meinem Herrn Jesus Christus. Ja, aber er hat fünf Pflichtgebete. Hält er sie nicht ein, ist ein Ungläubiger. Kennt ihr so Leute, die einfach mitten auf der Straße immer mal nach rechts blinken, weil die abbiegen wollten? Und der Blinker bleibt da bis zu Hause. Halbe Stunde später ist der Blinker immer noch da rechts am Blinken. Bis sie zu Hause ankommen. So ist das auch mit manchen von denen. Der Blinker ist rechts, auch wenn die reden, halbe Stunde immer dasselbe. Ja. Der Blinker ist rechts eingeschaltet. Bis zu Hause. Ami, warum? Du betest doch auch nicht fünfmal am Tag, Ami. Ja, Entschuldigung. Ich bete zwar 10 Millionen Mal, im übertragenen Sinn natürlich nicht 10 Millionen Mal, aber mehr als fünfmal am Tag. Und dann sagt er mir, ja, warum betest du? Du betest doch auch nicht fünfmal am Tag, als wäre ich ein Muslim. Oh, wei, 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 wei. Oh, wei, wei. Wahnsinn, schon fast 300.000 Likes. Dankeschön, ihr Lieben, für die Geschenke, für die Likes. Möge der Jesus Christus euch segnen. Küss dein Herz. Da kommt immer, küss dein Herz. Kennst du das, wir sagen? Diese Geschenke, küss dein Herz. Ich küss dein Herz. Ich küss dein Knie. Herz, am Herz, hörst du mich? SOS, hallo? Ich schätze mich. Kennt ihr das Lied vom Blümchen, Herz an Herz? Herz an Herz. Hörst du mich? SOS, ich will gehetzt. Amin? Ja, ja, Apo. Ich wollte dir kurz was sagen, ne? Also das, was du machst, gefällt mir sehr, ne? Und Gott segne dich für alles, der Herr Jesus Christus soll dich segnen und deine Familie. Danke, meine. Und ich wünsche dir viel Spaß. Ich wollte nur kurz hier was loslassen. Und bedanke mich auch, dass du mich hier gerade hochgenommen hast. Und wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag, auf jeden Fall. Ja? Danke dir, Gott segne dich, ja. Dankeschön, dir und deine Familie auch. Reza, dir danke. Auch. Wie viel Spaß ich doch. Dankeschön, danke, danke, dass du hier dich und deine Familie bewahren. Danke, dass du denn hier zeigst, was der richtige Weg ist. Amen. Ja, Amen. Danke, ciao, ciao. Ciao. Wow, ich dachte, jetzt kommt er mit einer Beleidigung um die Ecke, ey. Ja, man ist für alles vorbereitet. Ne? Ja. Alhamdulillah. So, endlich. Guck mal. Ich finde schon, find schon sehr, sehr traurig. Ich mein's ehrlich. Guck mal, Ex-Muslim, ich weiß sogar ganz genau, dass du über Surah An-Nisa, Vers 34, sogar diesen Kontext kennst. Ich weiß ganz, ganz genau, dass du weißt, was das bedeutet. Aber du willst einfach nur die Wahrheit nicht rausbekommen. Geh mal bitte auf den Tafsir von mir aus sogar auf Al-Jalalain und gib mal die Sura ein. Da wird dir erklärt, was Schlagen. Schlagen nicht körperlich, sondern innerlich. Dir wird das sogar erklärt. Innerlich, Amir, innerlich. Bei Allah, das kann bei Allah. Doch nicht mehr. Guck mal, die Leute der Bidda, alle Bidda. Genau, guck die mal. Leute der Bidda, genau. Genau, schau dir das an, weil er sich schämt, versucht er den Vers zu missinterpretieren, damit er an diese Welt angepasst ist. Schau dir das an. Achso, ich missinterpretiere. Al-Jalain, ja, Ibn Abbas, die machen alles mit Interpretation, aber der... Was heißt denn innerlich schlagen? Der liebe Ex-Muslim, der weiß... Okay, der weiß, was heißt denn innerlich schlagen? Was passiert? Du bist stumm. Alhamdulillah, du bist stumm. Du hast dich stumm gemacht. Was passiert? Sowas habe ich noch nie gehört. Jetzt darf man innerlich schlagen. Wie geht denn sowas?
Ja, indem du den Miswak durch die Nase, durch die Nase einführst, nach innen in den Bauch und dann hin und her schlägst. Also das ist die neueste Variante, so, den kannte ich auch noch nicht. Reza, wie hat dann Omar ibn al-Khattab, als der am Abend seine Frau zusammengeschlagen hat und der Aschas sie auseinandergebracht hat, hat er auch innerlich sie geschlagen? Oder wie hat er das gemacht? Ja, das musst du ihn fragen. Ich verstehe seine Philosophie nicht. Ich kann mich nicht in den hineinversetzen. Wie hat denn zum Beispiel Abu Bakr, als er Aisha geschlagen hat und sie bewusstlos auf dem Boden lag, hat er sie auch so gemacht? Ah. Ja, und natürlich auch diese, genau, Vidal-Sim. Nein, Dingens, wo die Frau kam und ihre Haut war grün und blauer als ihre Klamotten. Grün als ihre Klamotten, ja. Ja, und dann Aisha sagt, ich kenne keine andere Frau, außer die muslimische Frau, die so leiden. Wahnsinn, ne? Ja. Wo ist der hingegangen? Der redet gar nicht, ey. Ach so, ja, okay. Was ist das, böse Mann? Ist nein, das böse Boss. Mann? Also Bossland. Schade, dass der böse Mann nicht kommt. Der ist für mich sowieso der heftigste Rapper aller Zeiten. Das ist dein Liebling, ne? Ja, der böse Mann steht außer über dem Gesetz. Das ist der heftigste überhaupt. Ja, die Leute denken, du machst einen Scherz. Du magst den Bösemann wirklich, ne? Nein, Bösemann ist für mich der allerheftigste Rapper aller Zeiten. Da kann keiner. Der ist Referenzklasse. Nur noch vielleicht die alten NWA-Sachen können mithalten. Aber sonst, nein. Bösemann, das ist Kampfmusik. Ja, Fight-Music. Ja, Kosovo, ja. So. Aber wir machen mal noch, 10 Minuten, dann ist Schluss dann für heute, oder was? Ja, reicht dann, genau. Reicht dann für heute. So, bis halb, ja? Ja, bis halb. Bayern. Komm, lass uns einmal ein bisschen beten. Oh. Nee, der heißt nicht so. Das ist ja wir brauchen wieder geistliche Ermutigung nach diesem ganzen Wahnsinn. Möchtest du beten oder soll ich beten? Du darfst beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich möchte dir als allererstes wieder danken, Herr, dass du uns wohlbehütet durch den Tag gebracht hast, Herr Jesus Christus, und stets auch die Geschwister wohlbehütet durch den Tag bringst, Herr. Dass du so oft und so den ganzen Tag an deine Schafe gedenkst und sie begleitest, Herr Jesus Christus. Hab Dank für deine Güte, Wärme, Liebe und deine Aufrichtigkeit, Herr Jesus Christus, dass wir dich als Vorbild haben, dass wir wissen, was es heißt, wahrhaftig zu lieben, Herr Jesus Christus, weil du uns das vorgemacht hast. Wir wollen nicht nur mit unseren Lippen lieben, Herr, sondern in Wort und Taten, Herr. Und bitte vergebe uns auch unsere Übertretungen, wenn wir manchmal harsch reden, Herr. Aber wir geben unser Bestes und versuchen, so gut es geht, die Wahrheit hier zu präsentieren. Und mit dir an unserer Seite, Herr, dürfte uns niemals etwas passieren. Aber nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Wir bitten auch für unsere verfolgten Geschwister, Herr, dass du sie segnest, behütest und beschützt, dass du sie in deinem Himmelreich aufnimmst, Herr, dass sie, wegen deines Namens willen verfolgt werden und, ihr Leben gelassen haben, Herr Jesus Christus. Und, dass du einfach für sie da bist und sie auch gerade in ihrer schwierigen Zeit tröstest, Herr Jesus Christus, die gerade unter Verfolgung stehen, Herr. Herr, bitte hab Acht auf uns alle, Herr Jesus Christus. Bitte hilf auch den Muslimen zu dir zu finden, Herr. Und dir auch zu segnen, Herr Jesus, dass du auch für sie da bist, Herr, und ihre Familie.
Hilf ihnen, Herr, öffne du ihre Augen und sei für uns alle da. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Ja. Ja, Dr. Sheikh Abu Amir's Community ist stabil, ne? Ex-Muslims Community. mit 300.000 Likes gehen wir schon sehr, sehr gut voran. Ey. Das ist unglaublich. Ja. Ja, Gott segne dich, Alter. Gott segne dich. Keiner mehr da in der Leitung, ist er. Die sind alle okay. Schon irgendwo. Ja, die sind alle Kebab-Essen. Ja, ich kann zum Beispiel was aus dem ersten Petrusbrief zum Schluss lesen. Ja, gerne. Ja. Das wird die Geschwister auch etwas auf. Die sind alle schlafen gegangen. Du hast ja alle schlafen gelegt, Amir. Außer der Hamdi, der ist auch, wenn er schlafen gelegt ist, trotzdem hat er gewonnen, die Debatte. Mit dem Rücken, auf dem Rücken legen, mit den Füßen hoch und dann sagte ich, ey, ja, ich habe auch K.O. geschlagen. Wie der mich nicht entwischen wollte, hast du gesehen, mit 1. Korinther 1, 2 und dann habe ich den am Ende gehabt, wo er das dann zugegeben hat. Ja, ja, ja. Ja, ich lese, ihr Lieben, aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrusbrief in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters in der Heiligung des Geistes zu Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverfänglichen, unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. Ihr Lieben, hört doch mal zu, ja? Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi, wenn der Herr Jesus uns abholt zur Entrückung. Amen. Ihn liebt ihr, also den Herrn Jesus, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen, jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Amen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also keine Werke. Die Hoffnung ist allein auf die Gnade. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi.
Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, also Wort, Tat, Gedanke. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Da haben wir es nochmal, ihr Lieben. Keine AfD, wir sind Fremdlinge hier, ohne Bürgertum auf dieser Erde. Wir haben mit der Erde und mit der Welt nichts mehr zu tun. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes, des Lamm Gottes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen in Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt aneinander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, wieder, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das in Ewigkeit bleibt. Denn seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündet worden ist. Amen. Halleluja. So, jetzt das nur noch Kapitel 2. Evangelium. Ja, genau. Kapitel 2 noch. Ja. So lebt nun alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber erwählt, auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sind geistliche Steine. Und der Tempel Gottes ist geistlich. Es ist nicht eine Kirche mit Steinen gebaut. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Muslime zuhören, nicht woanders ein anderer Eckstein, sondern der Original-Eckstein. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zustande werden. Zustande für euch werden. Nun, die gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, nochmal eine Ermahnung. Wir sind Gäste und Fremdlinge auf der Erde. Wir haben hier kein Bürgertum. Achtung, Achtung. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt.
als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit nutzen. Das ist auch eine Stelle, ja, die du nutzen kannst, Amir, 1. Petrus 2, um den Muslimen zu sagen, ja, jetzt könnt ihr mal böse sein, wie ihr wollt. Der Herr hat doch bezahlt. Ja, genau. Nein. Nein. Wir sind zwar frei gekauft, wir sind frei von der Sünde, aber wir dürfen das nicht ausnutzen als Deckmantel für die Bosheit. Ganz und genau. Nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes, die gebunden sind in Christus Amen. Jesus. Er weiß jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Also wenn ein Boss in der Firma verkehrt ist und komische Sachen von euch verlangt, dann muss dann trotzdem unterordnen. Denn das ist gerade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem Amen. Er zu Unrecht leidet. Das ist Gnade, wenn ihr zu Unrecht leidet. Das ist wunderschön. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Das ist doch kein, das ist nichts Besonderes. Wenn ihr aber dafür Gutes tun leidet und es und geduldig ertragt. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden, als er geschmäht wurde. Schmähte er nicht wieder, als er litt. Drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Eurer Seele. Amen. So, ihr Lieben, damit überlasse ich euch Amen. Der Nacht, Hammer. Dem Abend. Die ersten bitte, beiden Kapitel haben schon Hammer in sich, ne? Ja, die schießen schon alles weg auf der Welt, was da kommt an Geistiges. Allein schon nun diese zwei Kapitel sind nicht zu übertreffen. Heftig. Ja. Genau, ihr Lieben, bitte betet auch für die ganzen Muslime, die hochgekommen sind, ne, auch im Chat, dass ihr sie trotzdem in Liebe, sondern wirklich in Liebe auch ertragen. Amen. So, dann Gottes Segen euch allen. Dem Herrn Jesus anbefohlen. Bis bald, so Gott will und wir leben. Amen. Dankeschön für alles, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Wir brauchen keine Religion, wir brauchen den lebendigen Sohn Gottes, der kam, um uns von diesem Wahnsinn zu befreien, ihr Lieben. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Amen. Gottes Segen. Gottes Segen.